Die steirische Landesregierung hat in ihrer dieswöchigen Sitzung das Doppelbudget für die Jahre 2011 und 2012 beschlossen. Für Landeshauptmannstellvertreter Hermann Schützenhöfer ein wichtiger und notwendiger Schritt zur Sanierung des Landeshaushalts. Es führt jedenfalls kein Weg daran vorbei, dass wir jetzt diesen Weg, der im Interesse der Zukunft des Landes gegangen werden muss, einschlagen und auch mutig gehen. Wo immer man hinkommt, es gibt auch Leute, die einen kritisieren, aber der große Teil der Steirerinnen und Steirer, die überwiegende Mehrheit, unterstützt ganz offensichtlich diesen Weg, denn man wird immer wieder angesprochen. Es gibt sogar Leute, die sagen, schauen Sie, ich bin betroffen, aber gehen Sie diesen Weg weiter, er ist der einzig Richtige für die Steiermark. Das ermutigt natürlich, denn wir haben ja geschaut, dass wir nicht linear kürzen. Da trifft man ja dann die sozial Schwächeren, sondern dass wir ausgewogen dieses Sparpaket auf den Tisch gelegt haben. Es muss überall gespart werden, es betrifft alle Ressorts. Es geht darum, dass wir den jungen Menschen ein Stück Zukunft eröffnen, anstatt ihnen Hypotheken aus der Vergangenheit zu hinterlassen. Und es geht darum, dass der wirklich sozial Schwache auch in Hinkunft auf die Hilfe des Landes zählen kann. Die war ja jetzt in Gefahr. Denn wenn uns die Kosten explodiert werden, dann zahlt der Kleine die Zeche für alle. Und das wollen wir nicht. Wir wollen dem Kleinen helfen. Das vorliegende Doppelbudget ist zugleich der Beginn eines nachhaltigen Reformprozesses für die Steiermark. Wir machen noch immer zu viel Schulden. Und daher stehen wir am Anfang und nicht am Ende des Weges. Aber dieser erste Schritt, um einmal klarzustellen, wir meinen es ernst, der ist getan. Und ich würde mich freuen, wenn auch andere Gebietskörperschaften, in den Ländern geschieht ja da jetzt einiges, aber wenn zum Beispiel auch der Bund mitmachen würde, denn der hat es ja durchaus auch notwendig, Reformen zu gestalten. Aber wir verlangen von niemandem, dass sozusagen am steirischen Wesen der Bund genesen muss. Aber es wäre eine Anleitung.